Einen schönen guten Abend. Ich habe hier fünf schöne Räder für meinen Drehsessel unten im Wohnzimmer, nicht im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer bin ich ja gerade. Im Wohnzimmer, da habe ich ja nur auch noch mal so einen Computertisch und einen Laptop zu stehen für mich abends so zur Gesellschaft. Wenn ich Langeweile habe, dann kann ich da ein bisschen basteln, ein bisschen Kontakt halten zu Freunden und Bekannten oder was auch immer. Und jedenfalls habe ich da auch so einen richtig schönen, hochwertigen Sessel zu stehen, aber die Räder, die ich dran habe, diese Schutzräder fürs Laminat, die sind jetzt auch in die Jahre gekommen, die sind nicht mehr so gut. Ich habe gesehen, dass ich auf dem Laminat schon Schlieren habe, wenn ich da immer hin und her rolle und mich bewege. Ich meine, ganz still sitzen kann man nicht am Laptop. Das geht nicht. Man bewegt sich doch hin und her. Das braucht man auch, sonst wird man ja steif im Rücken. Und es ist ärgerlich, wenn man da solche Schlieren drauf hat. Wir haben ja nun wirklich ein Hochleistungslaminat, ein hochbelastbares Laminat schon vorsorglich damals gekauft, als wir das verlegt haben. Und da hätte ich ja vorausgesetzt, dass dem nichts passiert. Bevor es sich aber richtig schön in das Laminat einbrennt, eindreht, will ich das nochmal polieren und vor allen Dingen die Räder wechseln. Das ist hier schon eine ganz andere Qualität, diese Klarsicht. Ich denke mal, ich habe jetzt nichts Eindeutiges gefunden, ob das Silikon ist oder eine Resin, Mischung, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall fühlt sich das gut an, wie so ein richtig harter Gummi, aber eben für den Untergrund weich. Ich finde die ganz toll und ich finde auch 23, was war's, 23,99 für fünf solche Räder finde ich nicht zu teuer. Wenn ich mir einen Drehsessel für 400 € kaufe, kann ich nicht an den Rädern sparen und sagen, da will ich was ganz Billiges. Das muss ich jetzt irgendwo wieder rein. Nein, dann sind mir die Räder natürlich auch diesen Preis wert. Ich empfehle sie sehr gerne weiter. Mir gefallen sie gut. Die rollen auch schön. Ich habe schon mal so ein bisschen so Proberollen hier gemacht. Ach so, hopp. Gut, wenn ich natürlich das Plastik hier auch drauf rumschleife, macht es Geräusche. Also, es rollt recht gut. Ja, doch. Ich denke mal, da werde ich wieder eine Weile Freude dran haben und dann bleibt auch mein Laminat geschont. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss!